Zimmermädchen macht einen grausamen Fund. Erstmal vielen Dank. Wir melden uns bei ihm, wenn wir noch Fragen haben sollten. Oh Gott. Und? Die Person hat ziemlich viel Blut verloren. So, dass es lebensgefährlich sein könnte? Schwer zu sagen. Kommt darauf an, ob die Blutung rechtzeitig gestoppt werden konnte. Was meinst du denn? Wie lange ist das her? Ja, das Blut ist schon total angetrocknet. Also in ein paar Stunden auf jeden Fall. Habt ihr schon eine Ahnung, was passiert sein könnte? Nee. Gerrit überprüft jetzt gerade erstmal, wer das Zimmer hier überhaupt angemietet hat. Nein, der Gast ist abgereist. Da hat er auch nur für eine Nacht gebucht. Naja, und die Zimmer müssen ja eh bis um 10 geräumt sein. Gut. Dann sehen Sie doch bitte in Ihren Unterlagen nach und geben mir die Personalien des Gastes. Hier, Zimmer 304. A. Hitchcock. Was? Ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Das kann ich nicht kontrolliert haben, sonst wäre mir das ja aufgefallen. Und den Personalausweis haben Sie sich sicherlich auch nicht zeigen lassen, oder? Wir sind hier sehr diskret und da kontrolliert man nicht jeden Eintrag. Sehr diskret? Sie wissen, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, sich den Personalausweis zeigen zu lassen. Ja schon, tut mir leid. Gut, dann machen Sie das bitte in Zukunft, ja? Hören Sie, ist Ihnen an dem Gast noch irgendetwas Besonderes aufgefallen? Ja, schon. Das ist ein schönes Zimmer. Das sind dann 49 Euro, bitte. Stimmt so. Ganz schön viel Gepäck. Für eine Nacht? Geschäftsreise. Zwei große Koffer. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ansonsten laufen hier ganz andere Typen rum. Das kann ich mir vorstellen. Können Sie denn den Mann beschreiben? Ja, natürlich kann ich das. Gut, dann kommen Sie doch bitte zu uns aufs Kommissariat und erstellen mit uns zusammen ein Phantombild. Ja, und wie geht es denn weiter? Tja, wir werden unsere Arbeit machen. Okay, danke. Bitte aufmachen, Polizei. Polizei? Ja, entschuldigen Sie die Störung, Ritter von der Kripo. Gestern Abend gab es im Zimmer gegenüber einen Zwischenfall und wir suchen jetzt nach Zeugen. Von welchem Zwischenfall reden Sie denn? Darüber kann ich Ihnen nicht sagen, aber ist Ihnen gestern Abend irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Haben Sie Stimmen gehört oder ist Ihnen jemand aufgefallen, der reingegangen ist? Nee, sorry. Nichts Außergewöhnliches auch. Schatz, was ist denn los? Ist Ihnen vielleicht was aufgefallen? Wolf, der ist gerade mal eine halbe Stunde da. Der war letzte Nacht gar nicht hier. Verstehe. Das liebe ich auch an diesem Hotel. Jeder geht seine eigene Wege und keiner kümmert sich um den anderen. Also? Ja, leider. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass keiner der Angestellten und auch keiner der Hotelgäste etwas bemerkt hat. Tja, ist aber so. Zumindest haben wir jetzt mit Hilfe des Hotelinhabers das Phantombild des Gastes angefertigt. Dankeschön. Und mit dem Bild werden wir jetzt alle Kliniken abklappern. Also wenn das Blut in dem Hotel tatsächlich von dem verschwundenen Gast stammen sollte, dann hat er sich doch bestimmt medizinisch versorgen lassen. Naja, aber dann wundert mich eines, wenn er wirklich so schwer verletzt war, wieso hat er dann nicht dem Portier Bescheid gesagt oder selber einen Arzt gerufen? Vielleicht war er ja gar nicht so schwer verletzt, wie die Spurensicherung vermutet hat. Ich meine, immerhin hat er es dann ja auch noch geschafft, sein Gepäck mitzunehmen. Was aber niemand gesehen hat. Nee, ich glaube, da ist irgendwas faul. Der Typ hat was zu verbergen. Ich meine, warum hat er sich sonst mit dem Namen Hitchcock anstelle seines eigenen ins Gästebuch eingetragen? Hm. Und vielleicht ist das Blut, das wir im Zimmer festgestellt haben, gar nicht seins. Vielleicht stammt es von einer anderen Person, die er in dem Zimmer verletzt hat. Ja, aber das wissen wir bald. Herr Grass und der Ritter holen gerade das Ergebnis der DNA-Analyse des Blutes ab. Ach, die liegt schon vor. Ja, wir haben ein bisschen Dampf gemacht. Ist die einzige Spur, die wir haben, Herr Staatsanwalt. Gerrit, das Blut aus dem Hotelzimmer stammt nicht von einem Mann, sondern von einer uns unbekannten Frau. Also nicht von unserem Hotelgast. Ja, sieht ganz so aus. Aber das ist noch nicht alles. Auf dem Bettlaken in dem Hotelzimmer war die DNA von einer zweiten uns unbekannten Frau. Ja, aber es muss nichts heißen. Die DNA kann auch von einer Hotelangestellten sein. Auf jeden Fall sollten wir der Sache nachgehen. Ja. Haben wir denn DNA-fähiges Material vom Hotelgast gefunden? Warte mal, ich guck mal nach. Nein, sieht nicht so aus. Was? Roberti, das kann doch nicht sein. Überleg doch mal.
Jeder Mensch hinterlässt DNA-Vergessmaterial. Ja, außer du willst keins hinterlassen. Okay. Was mit den beiden Frauen? Sind bei uns nicht aktenkundig. Gut, dann fahren wir noch mal ins Hotel. Vielleicht hat ja da irgendjemand was gesehen. Okay. Was ist denn noch? Ich hab Ihnen doch gesagt, ich habe nichts gesehen. Ja. Wir haben aber eine neue Spur. Haben Sie gestern Abend zufälligerweise eine Frau in das Zimmer gegenüber gehen sehen? Oder zwei? Wenn Sie so fragen, da war was. Ich wollte gerade eine Flasche Prosecco holen für meinen Freier. Da sah ich die beiden. Alles okay bei dir? Klar. Warum haben Sie das nicht schon heute Morgen gesagt? Haben Sie mich danach gefragt? Und Damenbesuch in diesem Hotel ist nun wirklich nichts Außergewöhnliches. Ja, schon gut. Können Sie uns wenigstens helfen, Verdunkel dazu erstellen? Nee. Sorry, bei den Lichtverhältnissen habe ich deren Gesichter kaum gesehen. Hey, was ist los hier? Wer bist du? Ich habe bezahlt für Sie. Kripo, danke. Okay. Das ist aber nicht der gleiche Mann von heute Morgen, oder? Ja, und? Gesundheitszeugnis kann ich Ihnen auch vorweisen. Interessiert mich überhaupt gar nicht. Mich interessiert vielmehr, ob gestern Abend auch ein Freier bei Ihnen war. Ja, der Hans, das war auch der Einzige. Der bucht direkt für die ganze Nacht. Ist dem Hans vielleicht was aufgefallen? Denke ich nicht. Ich habe ihn schon ausreichend beschäftigt. Ja, das glaube ich Ihnen. Ich bräuchte trotzdem seinen vollständigen Namen. Muss das sein? Das muss sein, ja. Hans Bichelmeier, sein Name. Ach, hi. Der Doc gar nicht da? Ach, der ist kurz im Labor. Er meinte, er hätte was für uns. Ja, der kommt ja auch gleich wieder. Ja, alles klar. Ja, Robert versucht jetzt erstmal diesen Freier ausfindig zu machen. Vielleicht hat der die beiden Frauen ja auch gesehen. Und vielleicht kann er sie besser beschreiben als die Prostituierte. Also, das glaube ich kaum. Wenn ein Typ eine Frau für die ganze Nacht bucht und auch bezahlt, also, dann hat er was Besseres zu tun, als seine Nachbarn auszuspionieren, oder? Du musst es ja wissen. Ja, hallo, ich bin auch nur ein Typ, oder? Außerdem hat Gerrit gesagt, dass der Hotelbesitzer meinte, er hätte den Gast nie in weiblicher Begleitung gesehen. Ja, die Frauen können sich an ihm vorbeigeschlichen haben. Doc, wir warten schon. Ah, hallo zusammen. Ja, ich habe auch was Neues für euch. Hier, schaut mal her. Diese junge Frau hier wurde heute Morgen gegen 7 Uhr in einem Gebüsch in der Nähe eines Straßenstrichs tot aufgefunden. Sie heißt Caroline von Huckstedt. Sie war erst 17 Jahre alt. Ja, das ist ja sehr tragisch, aber was hat das mit unserem Fall zu tun? Sie steht im direkten Zusammenhang mit den Ereignissen aus diesem Hotelzimmer. Inwiefern? Ihre DNA stimmt mit einer aus dem Hotelzimmer überein. Also ist das Blut von ihr? Nein, das nicht, aber sie war die zweite Frau in dem Zimmer. Ja, und wenn sie heute Morgen um 7 Uhr aufgefunden worden ist, warum erfahren wir das jetzt erst? Na ja, du bist gut. Der DNA-Abgleich muss ja erstmal gemacht werden. Der war vor einer Stunde fertig und dann haben wir gleich angerufen. Ja, ist ja gut. Woran ist sie denn gestorben? Sie wurde wahrscheinlich erdrosselt, also hier, man sieht es auch ganz schön. Wir haben winzige Faserspuren gefunden, wahrscheinlich ein Schal oder ein Tuch. Und der Fundort an diesem Straßenstrich ist mit größter Wahrscheinlichkeit auch der Tatort. Ja, wenn sich das da alles abgespielt hat, dann dürfte sie auch eine Prostituierte sein. Unsere Caroline war doch keine Prostituierte. So etwas hätte sie nie gemacht. Frauen machen sowas aus Verzweiflung und Geldnot. Aber unsere Tochter hatte genug. Wir sind vermögend. Wenn ihr das Taschengeld nicht gereicht hätte, dann hätte sie uns das gesagt. Und wir hätten ihr mehr gegeben. Wann haben Sie Ihre Tochter denn das letzte Mal gesehen? Gestern. Beim Abendessen. Danach hat sie sich mit ihrer besten Freundin getroffen. Können Sie uns den Namen dieser Freundin sagen? Jennifer Lauber. Wissen Sie, was die beiden Mädchen vorhatten? Caroline wollte bei Jennifer übernachten. Die beiden Mädchen haben sich immer beim gegenseitigen Übernachten abgewechselt und sie waren sehr eng befreundet. Wissen Sie denn, ob diese Freundin, die Jennifer Lauber, sagten Sie ja, ob die nach Hause gekommen ist? Nein, wir haben mit den Eltern noch nicht gesprochen. Aber Sie haben ja bestimmt die Adresse der Leute. Natürlich.